Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Gwent. Au, 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 au. Ich habe einen verletzten Ringfinger, einen verletzten rechten Ringfinger und ich bin gerade an die Wunde gekommen. Au, au. So, jetzt geht's wieder. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Gwent mit Paxis. Die zwei zerfetzten Karten haben sich eigentlich recht positiv eingelebt in unser Deck und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob die weiterhin so positiv sind. Genau wie der Baron, würde ich auch sagen, das war eine positive Entscheidung. Und halt das Herausnehmen der Sanitäterin. Dadurch, dass ich fast immer in der ersten Stufe 40, Rang 8. Dadurch, dass ich immer in der ersten, oder fast immer in der ersten Runde die drei Hexe ausspiele, habe ich meistens den Friedhof schon vollgestopft mit Karten, die ich nicht unbedingt wiederholen muss oder will. So, Tagesanbruch, Rausch, Schwalbe, Zerfetzen, zweimal Infanterie. Eigentlich hätte ich gerne noch irgendwas geil kontermäßiges wie Igni oder Philippa. Zweimal Zerfetzen ist okay, aber ist nicht optimal. Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay, wir haben immer noch einen Angriffspunkt mehr als er, deswegen würde ich jetzt auch einfach abgeben. Und den Spaß für die nächste Runde übrig lassen. Alles in Ordnung? Oh, nice. Dann sind wir erstmal das los. Das ist schon mal sehr gut, dass das gezogen wurde. Um mich fast zu sagen, perfekt. Ich glaube, die haben meistens nur einmal einen Wettereffekt drin und nicht mehr als einmal. Ich darf anfangen, na gut. Dann können wir uns nur die Infanterie wiederholen. Halt durch, mein Lieber. Naja, jetzt schon mal positiv, der Donnerdrang ist auch ziemlich schlecht gekommen, würde ich sagen. Und positiv ist schon mal anzumerken, dass wenn er die Karte jetzt auf die Hand zurücknimmt, dann ist diese 7 ja weg, dann geht sie wieder auf den Standardangriff zurück. Das ist also schon mal nicht schlecht. Ich frage mich, ob die das Mutagen spielt. Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Ja, leider weiß ich nicht, was für eine Karte er jetzt hat. Los jetzt! Ich muss erst was rauchen. Dunkle Wolken sammeln sich im Rücken. Mutagen, zum Glück zu spät eingesetzt. Okay, lasst mich nachdenken. Wir haben den Adrenalinrausch, das ist quasi unser Safe Point für die nächste Runde. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Och, jetzt geht die Scheiße wieder los. Oh, verflucht. Lass mich mal überlegen. Der 14er und der 8er wird zerstört. Ach ne, der 14er und der 10er wird zerstört. Eine Reihe um drei, jetzt könnte ich meine eigenen zerstören, das bringt mir natürlich nichts. Der 14er und der 8er wird zerstört. Der 14er und der 10er wird zerstört, der 14er und der 10er. Der 14er und der 10er wird zerstört. Zerstört er meinen Rausch. Fuck. Aber ich musste halt warten. Was soll ich machen, Mann?
Der 13er und der 14er werden zerstört. Geht die Scheiße wieder los. Oh, verdammt nochmal. Hat noch zwei Karten. Wenn ich jetzt abgebe, Runde 2, er kann eine Karte ausspielen, dann ist er wieder dran. Runde 1, er kann eine Karte ausspielen, und dann zerstört er die 14er, die 13er und die 10er. Wenn ich Zerfetzen einsetze, sinkt es auf 10 und 7. Dann wird zumindest seine 7er Einheit auch noch zerstört. Uns alle erwartet der Tod. Es zieht ein Unwetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Er wird wahrscheinlich gewinnen. Dieser scheiß Drecksdrache, ey. Der geht ihm so auf den Sack. Zerschmettert das Gewürm! Es zieht ein Unwetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Ich verfüttere dich an die Krähen! Halt durch, mein Lieber. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich habe nichts zu verlieren. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Wir sollten einander helfen. Nice Luck auf jeden Fall. Scheiß Drache, wenn er diesen Scheiß Drache nicht gehabt hätte, ich bestimmt gewonnen. Fuck, Mann. Kann aber auch so geil Deadraw sein. Also das ist auch so eine riskante Karte, dieser Drache. Und vor allem, da hatten wir ja eigentlich schon Glück oder der Gegner Pech. Am Anfang echt hat er nur Scheiße gezogen aus dem Deck, die gar nicht gepasst hat. Und gewinnt halt trotzdem, weil dieser verfluchte Drache ihm da das Leben rettet. Ich habe mir echt Mühe gegeben, ich habe alles probiert. Wahrscheinlich hätte ich Zerfetzen nicht gegen die eigenen Einheiten einsetzen dürfen. Ich hätte vorher die Infanterie holen müssen und hätte einfach akzeptieren müssen, dass die hautigen Jäger sterben. Hätte ich wahrscheinlich gewonnen, wenn ich Zerfetzen noch hätte einsetzen können. Oder zumindest hätte ich die eine Runde gewonnen und hätte dann in der dritten Runde halt mehr eine bessere Karte ziehen müssen als er oder sie oder wie auch immer. Oh, das nervt mich so sehr. Jetzt haben wir Wettereffekt-Decks, gegen die wir immer verlieren. Jetzt haben wir diese scheiß Elfen. Ich ziehe mein Deck kaputt. Decks, gegen die wir immer verlieren. Fuck, Mann. Und das Problem an diesen scheiß Elfendecks ist, oder Skeletal-Decks ist, dass die so vielschichtig sind. Also man kann sich nicht genau auf irgendeine bestimmte Art von Karten einstellen, weil die alle verschiedene Karten drin haben. Ich meine, das Grundgerüst ist das gleiche. Wir ziehen einfach eine Milliarde Karten aus dem Deck raus. Aber die Spezial-, die Sonderkarten, die Goldkarten etc., wie zum Beispiel der verfluchte Drache, spielen alle anders. Was ist denn hier los? Warum finde ich denn niemanden jetzt erst? Ach, Mann. Genug geredet. Ich bin mal gespannt, ob ich wenigstens gegen den gewinne. Aber gut, ich krieg ja auch immer Leute, die haben
20 Stufen mehr als ich, spielen am besten dann noch im dritten Rang über mir. Ich bekomme ja keinen mehr auf meinem Rang oder vielleicht sogar Rang unten drunter. Wir bekommen ja nur die schweren Gegner. Ich meine, es ist eher ein Lob für mich, aber trotzdem. Ich glaube, zerfetzen brauche ich nicht unbedingt gegen den Gegner. Eigentlich ein ganz guter Anfang. Ich überlege gerade, ob ich eine Neke brauche. Aber bevor ich noch irgendeinen Scheiß ziehe, wie heißt noch ein Jäger oder noch einen Hexer, lasse ich es lieber. So, der kann immer Verbrennen ausspielen oder das Horn, daran muss ich denken. Zeitverschwendung, genug. Überlegen, aber ich glaube, ich gebe die Runde jetzt einfach ab. 19-0. Oh, er wird dann wahrscheinlich seine Zwerge ausspielen, die einfach liegen bleiben, aber das ist nicht so schlimm. Gibt's doch nicht. Plus 4 haben jetzt alle. Zum Glück habe ich Philippa, ey. Versuchen sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Oh, er geht davon aus zu verlieren, oder was? Von mir aus. Los jetzt! Versuchen sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Wenigstens kann er kein Horn und kein Verbrennen mehr holen. Oh, eklig. Du bist verletzt? Schon wieder? Wenn ich warte, bis der dritte Jäger gekommen ist, dann kann ich mir mit Tagesanbruch noch eine weitere Infanterie holen. Ich bin zu alt für diesen Mist. Das ist Gift! Wir müssen zusammenbleiben. Hat nur noch zwei Karten, also ich sehe hier eigentlich große Chancen zu gewinnen. Er hat das Horn schon ausgemacht. Wir haben Philippa und er hat nichts, um den zu schützen, da bin ich mir recht sicher. So. Bin ich ja mal gespannt auf die letzte Runde. Aber die 26 bekommen wir halt schön platt. Oh, ich glaube, wir haben keine Bronzeeinheit mehr drin. Scheiße. Wie kacke ist das denn? Sag ich doch.
geschwätzt. Naja, wir können jetzt zumindest das etwas reduzieren. Oh, er hat wirklich verbrennen, Halsmaul, ey. Was für ein Dreckslacker, ey. Oh mein Gott. Schön, dass ich Philippa ausgespielt habe und dadurch vor Verbrennen, für Verbrennen ihm dann quasi den Weg geebnet habe. Oh, so ein scheiß Lacker, ey. Was der echt Verbrenner auf der Hand hat. Oder nachgezogen hat oder wie auch immer, ey. So ein Dreck. Aber schön, wie das gerade Tagesanbruch Deadra war, weil uns einfach eine Bronzeeinheit gefehlt hat. Oh mein Gott. Dass er wirklich noch Verbrenner, daran hätte ich niemals gedacht. Aber ich konnte Philippa auch nicht auf der Hand behalten, weil da hätte ich ja die Runde abgeben müssen und ich glaube, wir hatten 2 Angriffspunkte mehr oder so als er. Oh Mann, Mann, Mann. Läuft das geil. Wir verlieren jetzt einfach gegen jede Art von Deck. Geht doch nichts über den Zwergschwitz, England. Reihen schließen! Igni, genau, Igni hätten wir gebraucht, statt Philippa, wobei es hätte ja auch nicht gebraucht, hätten wir trotzdem verloren, denke ich. Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Geht also davon aus, die Runde zu verlieren oder will einfach mich dazu bringen, abzugeben? Siri ist dann zumindest weg, wenn er die Runde jetzt noch gewinnt. Okay. Die alle mit dem zerfetzen mittlerweile. Jetzt hat er 2 Karten weniger. Und Siri ist weg. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Oh, Überfall oder was? Ach du Gott. Sonderkarte. Ich glaube, es ist fast eher eine Sonderkarte. Die jetzt kaputt geht. Nein, ist es nicht. Was könnte das sein? Ist es vielleicht die Einheit, der Überfall, der alle anderen stärker macht? Ich habe das Gefühl, er hat keine gute Starthand. Nee, wenn das die Einheit wäre, die plus 2 für alle in der Reihe gibt, sobald ich abgebe, dann hätte er die ja bestimmt in die Reihe hier gespielt. Ich meine, er kann die bestimmt noch verbrennen holen, also er wird wahrscheinlich verbrennen im Deck haben, alles andere wäre merkwürdig.
Ding, ding, ding. Hä? Ist das ein Bug? Hatte die Einheit nicht gerade eben noch 12? Müsste die sich einfach eigentlich auf 8 gesunken sein? Hä? What? Die hat doch gerade eben noch 12. Ich bin gerade extrem verwirrt, okay. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich das gerade falsch gesehen habe, aber wir hatten doch 12 und den anderen 7 und der macht den Spureneffekt und von 12 müsste es ab 8 gehen, ist aber einfach so geblieben. Jetzt verbrennt er, oh Gott, wie er die ganze Zeit seine Mutageneffekte verschwendet, um dann doch Verbrennen anzuwenden. Wie schlau ist das denn? Hat er irgendeine Karte, mit der er die nochmal holen kann? Das könnte sogar sein, oder? Na dann wollen wir mal schützen. Dunkle Wolken sammeln sich. Oh, es gibt ja die wieder auf 11. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, es gibt diesen komischen letzten Wunsch oder was das war, wo man die Karte wiederholen kann. Kann er sich jetzt mindestens holen mit seinem Chef, oder? Ja, die holt er sich jetzt. Nein, er holt die Karte, okay. Gibt ab. Okay. Wusste ich doch, aber es ist die andere Karte, nicht die ich gedacht habe, aber es ist trotzdem eine Karte, die das verursacht. Philippa ist ein schöner Deadroll, der wird mir jetzt gar nichts bringen, denke ich. Reduziert auf 8. Schon mal zertrümmerte Kniescheiben gehabt? Verdammt, ich kann weder Philippa noch Igni einsetzen sinnvoll. Also ich kann jetzt Philippa einsetzen und reduziere das auf von 13 auf 11, wenn ich das richtig sehe. Ich überlege gerade, ob ich Igni aufhebe, wobei er wird hier nicht auf 20 kommen. Ich werde ja eh keine Karte zerstören können, denke ich. Deswegen spiele ich jetzt einfach so aus. Die bringt plus 8 immerhin. Naja, und jetzt können wir jetzt auf von 13 auf 12 reduzieren. Ist besser als nichts. Oh Gott, er kann sich das holen. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Okay, jetzt haben wir 13, 13, das bringt auch nichts, aber. Okay. Haben trotzdem gewonnen. Wurde aber auch Zeit. Schön, dass wir jetzt gegen so ein Deck gewonnen haben. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.